So, dann wollen wir jetzt mal in die nächste Tür gehen. Hier ist, glaube ich, eine Tür, wo man nur einen Stern braucht. Der Wahnsinn. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Toll, danke für den Hinweis. Das hätte ich ohne diesen Hilfstext nicht mitgekriegt. Oh, da ist Toad. Bowser hat die Powersterne unten unter den Nagel gerissen. In jeder Welt hat er 6 Sterne versteckt. Manche der Sterne kannst du aber erst finden, wenn du die farbigen Schalter in den Schalterpalästen ausgelöst hast. Bereits gefundene Sterne kannst du zu Beginn jeder Welt sehen. Triff besiegte Gegner, indem du erneut ihre Sterne auswählst. Ah, okay. Das heißt, in jedem Level sind 6, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Dann gehen wir mal rein und erfahren jetzt, dass wir den König Wump besiegen müssen. Die Lack-Tüte-Tüte-5 AG berichtet live und in Farbe. Hier die neueste Meldung. Gegner sind sehr oft unachtsam, wenn du dich leise, also langsam bewegst. Die Kameraposition kannst du durch C und C verändern, um einen Überblick zu erhalten. Die Weitwinkeloption wird mit C eingesetzt. Details zur Umgebung werden so sichtbar. Ein Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Das waren die Meldungen und damit zurück zum laufenden Programm. Ah, toll, danke. Hier ist ein Baum, der mir überhaupt nichts bringt. Cool. Kann ich hier irgendwie so schon... Okay, nein, kann ich nicht. Sieht gefährlich aus. Schlafende Gefahren sollte man nicht wecken. Die schleichende Weisheit verleiht längeres Leben. Okay. Ah, ich wollte nur ausprobieren, was passiert. Okay, also er wacht auf. Aber naja, das war ja irgendwie klar, ne? So, aber hier geht's hoch. Oh, okay, eine rote Münze. Sollen wir einfach... Ich weiß nicht, ob man jetzt schon die roten Münzen einsammeln kann oder erst, wenn einem das gesagt wird. Oh, das hört sich gefährlich an. Ich glaube, wir lassen es erstmal. Okay, hier müssen wir hoch. Oh, 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 die sind blau. Seit wann sind die denn blau? Haben die was gesoffen? Okay, ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. Oh, okay. Habe ich etwas... Nein, oh Gott. Habe ich etwas zu schnell gerade? Wo geht's hier lang? Ach, hier bricht einfach alles zusammen. Auch schön. Pam. Ich bin der Vollpro. So. Okay. Ich denke, der sieht mich auch ohne, dass ich, wenn ich schleiche, oder? Okay. So, wo geht's hier? Hier lang. Hier muss ich nach oben. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Aua, aua. Ach, wie süß. Wie süß er eingebrochen ist. Na, danke. So, jetzt geht's hoch. Oh, ist das der Boss? Ist das der Boss? Das gibt es doch gar nicht. Was fällst du, Wicht, hier in meinen Reich? Ich werde dich lehren, meine Befehle zu... Oh, diese vermaledeiten Rückenschmerzen! Oh, oh, ich glaube, ich sollte ausweichen. Was denn? Ja, super, Stefan. Tolle Wurst. Ich verhau auch jede Dramatik, ne? Oh. Muss ich den auch irgendwie... Oder muss der auf mich fallen? Jawohl. Pam! Ich mach deine Rückenschmerzen wieder gerade. Du kleiner Wicht mit Pixeltextur. So was Schwammiges habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, obwohl du ein Stein bist. Kacke, kacke. Zack. Runter. Pam! Unglaublich! Du hast mich von meinen Kreuzschmerzen befreit! Als Dank gebe ich dir diesen Stern. Der war gerade böse auf mich und jetzt ist er lieb? Was ist denn da kaputt?
Kinders. So läuft das mit bösen Leuten. Ah, da haben wir den Stern. So, dann gehen wir nochmal ins Level rein. Und schauen wir mal, was wir jetzt für eine Aufgabe kriegen. Steige auf die Bergfestung. Ja, klingt jetzt nicht so schwer. Ja, kann sich immer alles ändern noch, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, was genau was mit Berg... Hallo? Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was mit Bergfestung gemeint ist, aber, wir laufen einfach mal ein bisschen, ne? Kann man hier eigentlich hoch? Nein. Das schaffe ich, das schaffe ich. Wieso? Nein! Okay, 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 okay. So, hier ist eine Stange. Kann ich hier rüber hüpfen? Das muss doch klappen. So, vielleicht könnte ich von da oben irgendwas sehen. Ah, da ist die Bergfestung. Das ergibt natürlich Sinn. Und ich habe ein Leben gekriegt. Das ist auch nett. Komme ich von hier irgendwie auf die... Nein, komme ich nicht. Hier unten ist auf jeden Fall noch was. Soll ich mich einfach mal trauen hier? Okay, ich glaube, ich traue mich nicht. Kann man hier einfach so durch den Boden rutschen? Nein. Okay. Sind wir wieder hier? Nein! Okay, versuchen wir jetzt nochmal zum Boss nach oben zu gehen. Vielleicht geht's von da aus irgendwie weiter. Der wird ja jetzt nicht mehr da sein. Oh, das war jetzt aber knapp. Fuck! Versuchen wir erneut, nach oben zum Boss zu kommen. Der wird jetzt nicht mehr da sein. Ich bin gespannt. Vielleicht schaffe ich es auch diesmal... Nein, nein, nein! Was denn? Wie kann denn so ein Mensch so dumm sein? Oh Gott im Himmel! Boah, du Volldepp! Ja, versuchen wir ein drittes Mal auf die Festung hochzukommen. Zum Boss. Der wird ja bestimmt nicht mehr da sein jetzt. So. Jetzt klappt's aber nicht. Guck mal. Wie Butter. Wie Butter. Läuft das. So. Zack, zack. Ah, nein, nicht springen. So. Hier rasen wir jetzt dran vorbei. Und dann geht das hier um die Ecke. Und nach oben. Ha! Da ist ja alles anders. Okay, das ergibt natürlich über... Okay. Verfolgt er mich? Verfolgt er mich? Ich hoffe nicht. Pam! Skiller. So. Jetzt können wir hier auch auf die Festung hoch. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme, ohne abzustürzen. Ach, na super. Komm, 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 schnell, schnell. Mario, Mario, Mario. Mama mia. Ah, okay. Jetzt geht's aufwärts. Und ich hoffe, jetzt muss ich nicht irgendwie schnell reagieren oder so. Ah, okay. Stern. Gut. Cool. Wir spielen das Level natürlich nochmal und sollen Fliege ins blaue Glück machen. Tatsächlich weiß ich schon, wie das funktioniert, weil ich das letztens gesehen habe in einem Video. Und zwar hoffe ich, dass ich das so hinkriege. Wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es denn mit einem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir, springe und halte den Sprungknopf gedrückt, lasse ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachte meinen Schatten, um dich zu orientieren. Okay, das ist nett von dir. Hui, orientieren. So, und jetzt hoffe ich... Was tust du da? Ach, ich kann den steuern. Ach so.
Na, das wusste ich nicht. Voll vorbei! So, so, komm, komm, komm. Ja, ich wollte gerade sagen, wo ist der Stern hin? Okay, es sieht alles viel näher aus, als es ist. Dun, 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 dun. Oh, komm. Pam! Oh Gott, Gitter-Action. Voll die Action-Cam gerade. Und somit haben wir 8 Sterne. Wecke die Eule. Oh, das war gar nicht ab ins Blaue. Naja, okay, ich dachte, es wäre es. Ach, naja. Okay, gehen wir nochmal rein und kriegen jetzt die Info. Also das heißt, man kann auch Sachen in anderer Reihenfolge machen. Ha, okay. Aber man erhält erst Infos in der Reihenfolge, wie es ist. Okay, ab ins Blaue. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich muss ich die Bomben entschärfen. Vermutlich muss ich dafür die, die Dings freischalten. Wie heißt es denn? Mensch. Die, Rakete. Keine Ahnung. Kanone freischalten. Ha, wie gesagt, die Bombe ist da. Ich kann sie wecken, indem ich sie schlage. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Toll, danke. Plöpp, da ist sie. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Okay. Und jetzt müssen wir uns bestimmt irgendwo hier da rein katapultieren, oder? Hätte ich jetzt erwartet. Wo soll denn sonst was sein? Hier ist doch sonst nichts. Ich sehe nur das als Möglichkeit. Also versuche ich es mal. Da ist er! Da ist er! Nein! Da ist aber auf jeden Fall der Stern. Den habe ich jetzt gesehen, aber das sollte jetzt gar nicht so schwer sein, sich da reinzuschießen. Ich muss nur viel höher zielen, als ich gedacht habe. Oh. So, dann rein mit uns. Und vielleicht klappt es ja diesmal. Ach, immer vor dieser Kackwand da. Moi! Boah, voll die Stange erwischt, glaube ich. Jawohl. So, dann rutschen wir mal an der runter. Ah, und dann kommen wir zum Stern. Perfecto, Mondo. Nein! Du Volldepp! Oh! Also, nochmal. So, diesmal klappt's aber. Sammle ich auch mal die Münzen ein hier. So, und jetzt aber, komm. Komm, komm, komm. Ganz vorsichtig. Schatten auf Schatten und PAM! So, und somit haben wir 8 Sterne. PAM! Und die letzte Mission ist dann bestimmt, Du hast 8 Sterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Die Prinzessin hält sich dahinter auf. Was? Nach 2 Leveln kann ich jetzt schon ins finale Level? Was ist denn da los? Der letzte Stern ist jetzt bestimmt die acht Münzen zu sammeln. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dementsprechend lassen wir das mal und begeben uns ins nächste Level.